Herzlich willkommen zu einem Video von mir. Mein Name ist Johanna und ich studiere Mediendesign und ich bin jetzt im dritten Semester und was ihr gerade gesehen habt, war Creative Coding. Creative Coding ist ein Kurs, den wir haben und in diesem Kurs geht es darum, dass wir mit Touch Designer im Endeffekt eine Animation programmieren. Für die, die es nicht kennen, Touch Designer ist so eine Art Programmiertool für Designer, also ist, wow, tolle Erklärung. Also im Prinzip kann man damit schon irgendwie programmieren, aber es ist jetzt nicht so wie JavaScript oder so. Also es ist jetzt nicht so krasse Programmiersprache. Es schneidet das so ein bisschen an. Genau, wenn ihr euch da weiter informieren wollt, dann könnt ihr das auch nachlesen. Also ich bin da jetzt auch kein Experte drin. Genau, aber so grob für euch zu wissen. Auf jeden Fall ist es so, dass wir in diesem Kurs ein Projekt hatten und ich sage die ganze Zeit wir, weil es war Teamarbeit. Ich habe mit der Jana zusammengearbeitet, mit der habe ich auch schon mal ein Game Design gemacht und zwar im zweiten Semester. Das Video könnt ihr euch gerne hier anschauen. Und unsere Aufgabe war im Prinzip, dass wir einen Fehlercode, weil wir ja hier programmieren und so, visuell umsetzen und uns dann eine Story zu überlegen. Einfach eine kreative Art, einen Fehlercode umzusetzen. Wir haben da so eine Liste bekommen und ihr kennt zum Beispiel, wahrscheinlich kennt ihn jeder, den Fehlercode 404. Das ist, wenn irgendwie eine Webseite nicht gefunden werden kann, dann kommt immer hier Fehler 404. Und Jana und ich sind dann die Liste durchgegangen, haben uns alle Fehlercodes angeschaut und haben uns dann für den Fehlercode 402 entschieden. Der Fehlercode heißt Payment Required. Im Prinzip, du musst Geld bezahlen, um irgendwas zu bekommen. Und dann haben wir uns halt überlegt, so, was können wir mit diesem Fehlercode genau machen? Unsere Idee war dann, dass wir eine Animation machen zu Eisbären. Und zwar, Eis schmilzt, die Eisbären, die verlieren ihren Lebensraum und dafür soll man jetzt Geld spenden. Dadurch haben wir unseren Fehlercode sozusagen integriert mit dem Geld spenden. Was haben wir uns überlegt? Wir haben gedacht, wir machen eine Animation, wie ein Eisbär immer weiter versinkt und durch Geldspenden, indem man zum Beispiel eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 oder so auf der Tastatur drückt, hilft man, dass die Eisscholle nicht mehr sinkt, sondern immer wieder wächst. Also man wirkt dem sozusagen entgegen, indem man spendet. Das ist so die Hauptidee, die wir hatten. Und die haben wir dann noch umgesetzt und erstmal noch hier kurz Props an Jana. Sie hat es illustriert, ich lieb's, ihr Stil ist so hübsch, also wunderschön. Und ich kann auch, also Jana und ich, Teamarbeit, es läuft einfach perfekt. Wir haben dieselbe Art, wie wir arbeiten. Wir haben dieselben Sachen, die wir gut finden, die wir nicht gut finden. Wir haben den gleichen Workflow. Wir verstehen uns menschlich auch super, also das passt bei uns. Und unser Dozent fand unsere Idee auch richtig nice. Die Abgabe ist erst in einem Monat. Wir sind jetzt schon fertig, aber ist auch gut, entspannt uns ein bisschen. Aber ja, ich werde euch auf jeden Fall, sobald ich die Note habe, das dann unten in die Beschreibung reinpacken. Genau, so viel mal dazu. Die Abgabe vom Projekt ist dann so, dass wir so eine Art Case-Video drehen sollen. Also im Prinzip, wie funktioniert das Spiel? Und dann im Anschluss auch noch sozusagen, wie ist es technisch umgesetzt worden? Und wir haben uns dann überlegt, wir drehen so ein kleines Intro-Video, wie wir an einem Stand stehen und so einen Spendenaufruf machen. Dass dann Leute vorbeikommen, wir informieren die so und dann können die spenden. Und das haben wir dann gedreht. Und dann, wenn die Leute sozusagen spenden, springen wir in das Spiel rein, zeigen das. Und im Anschluss kommt dann nochmal die Touch-Designer-Erklärung, wie die ganze Datei aufgebaut ist. Ich höre jetzt auf, euch auf die Folter zu spannen. Folgt mir gerne auf Insta, wenn ihr weitere Updates haben wollt und so Einblicke ins Mediendesign-Studium. Und ansonsten viel Spaß beim Video. Hier kommen wir mal zur Erklärung, wie das Spiel genau funktioniert, also wie es aufgebaut ist in Touch Designer. Wir haben damit angefangen, dass wir jedes einzelne Bild, was ihr hier sehen könnt, als eigene Illustration reingeladen haben. Also im Prinzip haben wir hier ganz oben den Himmel als Bild reingeladen, dann haben wir eine Transparenz reingeladen. Das ist damit der Hintergrund, dass die hinteren Eisberge ein bisschen heller sind, dass es einfach natürlicher aussieht. Wir haben hier die Eisberge, genau. Also im Prinzip ist jedes einzelne Element hier ein eigenes Bild, was wir reingeladen haben. Damit die Eisberge so hin und her wackeln, wenn ich jetzt hier Play drücke, seht ihr, die bewegen sich, haben wir einmal dieses LFO eingefügt. Das LFO macht im Prinzip, dass die hin und her wackeln und das Math, das zeigt uns, in welcher Range die sich bewegen. Also das ist auch nur eine Mini-Range, wie ihr hier sehen könnt, dass die halt nicht extrem hin und her schwanken, sondern so ganz minimal
hin und her sich bewegen. Das gleiche hier mit dem Wasser. Wir haben auch alles hier schön benannt, dass man noch checkt, was es genau ist und auch noch farblich ein bisschen gekennzeichnet. Einfach, dass es ein bisschen einen Überblick hat, weil ihr seht, es ist ziemlich wir das Ganze. Als nächstes haben wir dann hier die Spielanleitung, die ist aber starr, also da ist nur ein Transform drin, dass man dann nochmal die Größe anpassen konnte, aber da bewegt sich nichts. Das nächste ist dann das Spendenzeichen und das ploppt immer auf, wenn ich spende. Also ich drücke jetzt mal die 1, da könnt ihr sehen, vielen Dank für Ihre Spende. Das ploppt auf, weil wir diesen Keyboard Operator genommen haben. Der Keyboard Operator heißt im Prinzip, wenn ich die Taste 1 drücke, wie ihr hier sehen könnt, dann passiert was. Mit dem Math haben wir dann wieder die Range bestimmt und das Spendenzeichen Level ist im Prinzip einfach die Deckkraft. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn wir auf die 1 beim Keyboard drücken, dass dann die Opacity, also die Deckkraft, komplett 100% ist. Dass das funktioniert, haben wir das hier verknüpft mit diesem Pfeil. Das war das, wo man draufklickt und dann so das rüberzieht und dann Job Reference. Damit jetzt aber dieses Danke für Ihre Spende auftaucht, wenn ich die 1 drücke, aber auch wenn ich 2 Euro spende und wenn ich 5 Euro spende, haben wir das im Prinzip 3-mal gemacht. Also für jedes Mal, wo sozusagen gespendet wird, haben wir das kopiert. Aber dann immer eingefügt hier bei der 2 und hier unten, wenn ich dann die 5 drücke. Wir haben hier wieder als Bild das Barometer eingefügt. Das ist das Weiße mit dem Text. Das ist starr. Das ist nur mit dem Transform wieder in eine Position gebracht worden. Und dann haben wir hier vorne drüber den Balken. Dieser Balken, der wächst jedes Mal, wenn gespendet wird, damit man sozusagen immer sieht, wie viel fehlt noch bis das Ziel erreicht ist. Wieder das gleiche Prinzip. Wir haben hier Keyboard in 1. Wenn ich jetzt auf die 1 drücke, dann haben wir durch das Speed sozusagen einen Wert, der immer addiert wird. Und das Math sagt dann im Prinzip die Range, also wie viel wieder addiert wird. Dort haben wir es dann wieder so gemacht für die verschiedenen Beträge. Also hier, wenn man 1 Euro spendet, das nächste ist dann, wenn man 2 Euro spendet und wenn man 5 Euro spendet. Und jedes Mal haben wir halt bei dem Math das so angepasst, dass die Range ein bisschen größer wird, dass man halt auch den Unterschied sieht, ob ich jetzt 5 Euro gespendet habe oder ob ich jetzt 1 Euro gespendet habe. Dieser Eisbär, der fährt konstant nach unten. Also der, wenn ich jetzt wieder hier Play drücke, der sinkt konstant ins Wasser rein. Das liegt an dem LFO und dem Math, genau das gleiche Schema. Und damit man jetzt sozusagen den Eisbär hochpushen kann, haben wir hier auch 3 verschiedene Werte. Und zwar haben wir einmal Keyboard 1, Keyboard 2 und Keyboard 5. Wenn ich jetzt Keyboard 1 mache, also im Prinzip auf die 1 drauf drücke, dann geht es durch das Speed, addiert es einen gewissen Wert. Mit dem Math habe ich dann den Wert sozusagen definiert, habe die Range definiert. Und das haben wir dann genauso gemacht bei dem 2. und bei 5. Jedes Mal haben wir die Range halt höher gemacht, dass man den Unterschied sieht, ob ich jetzt auf die 1 drücke, ob ich jetzt auf die 2 drücke oder ob ich jetzt auf die 5 drücke. Das ist nämlich ein deutlich größerer Sprung. Das alles läuft in ein Nullobjekt und damit man überhaupt von all dem, was wir jetzt hier gemacht haben, irgendwas sieht, muss das in den Comp Operator. Und da ist es natürlich, ganz hinten ist der Himmel, dann kommen die Eisberge, also damit wir sozusagen dieses Räumliche kreieren, weil wir haben hier nur 2D-Ebenen, aber durch dieses Übereinanderlagern haben wir halt diese Räumlichkeit geschaffen. Alles, was im Comp drin ist, kommt dann in das Ergebnis, was also ein Nullobjekt ist, was wir Ergebnis umgenannt haben. Und damit man das dann halt exportieren kann, haben wir noch ein Movie-File-Out drangehangen. So im Prinzip ist die ganze Touch-Designer-Datei aufgebaut und weil es so schön ist, lasse ich es jetzt noch einmal spielen. War auf jeden Fall richtig nice, hat richtig Spaß gemacht und wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat, was wir uns überlegt haben zum Fehlercode 402. So Leute, das war's. Ich bin mal gespannt, ob es euch gefällt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit Touch Designer Erfahrungen habt. So, für mich war das ganz neu. Ich habe noch nie von dem Programm gehört. Aber ja, würde mich echt interessieren. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.